Da sind wir wieder. Ich habe jetzt das Geld aber ganz schnell zusammengetrieben und habe jetzt auch mir wieder den Anzug geholt. Ist eigentlich wirklich kein Problem. Ich habe einfach den Waffenladen, den wir vorhin zwar überfallen haben, aber irgendwie vergessen haben, das Geld mitzunehmen, diesmal vernünftig ausgeraubt. Und die drei Waffenläden, die dort in der Ecke waren, die haben ausgereicht, um dann das Geld zusammenzutreiben und noch davon den Masterzug zu kaufen. Das heißt, ich habe es mir diesmal gespart, das Bangles oder Bangles, was weiß ich, wie das Ding heißt, mit auszurauben und mich da diesen Wachmännern zu stellen, diesen Sicherheitsmännern. Und damit können wir uns jetzt wieder zu Joe geben, der hoffentlich seinen Anteil auch mit hat. Schauen wir mal. Was sitzt denn hier für welche auf der Parkbank? Kennen wir die irgendwie? Ne, ich glaube nicht. Sehen aber irgendwie ein bisschen generisch aus, ne? Naja gut, was soll's. Ja, also wir haben jetzt zwar das Geld zusammen, aber das Problem ist natürlich, wir haben gerade einen Mafia-Typen umgebracht. Und zwar einen von den eigenen Familien. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Und das wird sicherlich noch Ärger geben, denn das kommt garantiert irgendwie raus. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten, also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Sechs Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Finde heraus, ob Eddie weiß, wo Joe ist. Gut, dann schauen wir doch mal. Das klingt irgendwie gar nicht gut. Ich vermute, der wird irgendwie bei einem Auftrag sich ein wenig überfordert haben. Und, in Gefangenschaft sein oder sowas? Ich weiß es nicht. Hoffen wir mal, dass er zumindest irgendwie Geld bei sich hat. Das wäre ja schon mal ganz schön. Denn der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Schatten werden länger und wir müssen noch zu tun, um das Geld zurückzubringen. Dem wird das scheißegal sein, wenn wir unsere Hälfte bringen, solange Joe nicht mit seiner Hälfte ankommt. Er will einfach das ganze Geld zurück, ansonsten. Naja. Gut. Ich meine, sagen wir mal so, es erhöht sich ja einfach nur das Kapital, das wir zurückzahlen müssen, um 10.000 pro Woche. Das heißt, eigentlich ist es jetzt auch nicht so extrem dringend. Die 10.000 in einer Woche wird man wohl mit den hiesigen üblichen Geschäftspraktiken relativ schnell zusammenkriegen. Von daher weiß ich nicht, ob es jetzt so schlimm ist, wenn man es nicht unbedingt heute schafft. Ja, klar sind 10.000 weniger im Portemonnaie, ne? Aber trotzdem, es ist ja noch nicht gleich der Weltuntergang. Könnt ihr ja die Anzahlung schon mal machen und sagen, gut, wir haben es nicht geschafft, wir nehmen es hin, dass wir 10.000 mehr zahlen müssen. Ist halt so. Na, mal schauen. Ich glaube aber auch nicht, dass Bruno das größte Problem sein wird jetzt. Mit dem ziehen wir den Deal durch und dann ist gut. Der ist Geschäftsmann und mehr nicht. Viel mehr wird wohl das Problem sein, dass wir Derek umgebracht haben. Aber der hat es auch verdient, ne? Nur so ein bisschen zumindest. Schauen wir mal, ob Joe hier ist oder ob Eddie weiß, wo Joe ist. Gehst du mal irgendwie rein? Ah ja, dankeschön. So. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit.
zieh ich bei Giuseppe um. Tja, das kann noch Ärger geben. Das wird sogar auf jeden Fall Ärger geben. Ich meine, Vito hat so viele Dinge jetzt falsch gemacht, bei denen er eigentlich nur Scheiße abkriegen kann. Irgendwann kommt garantiert alles zusammen und dann wird es richtig eklig hin. Aber gut, er hat sich selbst eingebrockt, ne? Und ist von einem Ding zum anderen gekommen und eigentlich ist alles nur dadurch entstanden, dass er auf diesen scheiß Deal mit eingegangen ist, mit Henry zusammen da, dieses Koks zu besorgen, was schief gegangen ist. Dadurch sind jetzt Schulden entstanden, dadurch ist Derek getötet worden, was Eddie ja noch gar nicht wusste, und dadurch ist Henry getötet worden, woraufhin dann die Vendetta an den Toms durchgeführt wurde. Also, es war so klar, dass es schief geht. Warum macht man das? Es ist so nachvollziehbar, das stört mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Aber naja, dann muss es halt sein. Sie wollten es so. Deswegen habe ich auch kein Mitleid mit Vito, ehrlich gesagt. Wenn das hier denn schief gehen sollte und er am Ende dann vielleicht die Konsequenzen tragen muss. Ich weiß es nicht. Aber es wäre irgendwo verdient. Warte mal, wo ist denn hier der Eingang? Hier? Ich glaube schon, ne? Ist das der Eingang? Ja. So, schauen wir mal, ob Giuseppe was weiß. Joe ist ja irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito, ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße. Stimmt was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Uh-oh. Vito, è un piacere vederti. Finde Joe und rette ihn. Können wir hier eigentlich irgendwas kaufen? Suche dir was aus und sag dann Bescheid. Mollys, Dietriche, Magnum, 1911 Special. Ja gut, brauchen wir alles nicht. Wir haben sowieso... Ach doch, wir haben ja Kohle. Aber die will ich ja nicht ausgeben dafür. Gut, aber im Prinzip brauchen wir eigentlich nichts von ihm. Wir haben eigentlich alles schon so gut wie auf Vorrat, was wir brauchen. Ciao, ragazzo. Jo, ciao, ragazzo. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich glaube... Mr. Vinci hat irgendwie mitgekriegt, dass Joe da mit drin steckt. Und jetzt wird's unschön für Joe. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass Joe Vito verraten wird. Die Frage ist, weiß Don Vinci schon, dass Vito da mit drin steckt? Und weiß er, was Vito für Mio getan hat? Kann ja alles eine Rolle spielen. Auf jeden Fall könnte es dadurch jetzt äußerst unangenehm werden für Joe. Ich weiß nicht, ob der da lebend wieder rauskommt. Ganz ehrlich, ich zweifle dran. Das ist nämlich keine Lappalie, was die sich da geleistet haben. Ich meine, die haben die halbe Tonne weggeschnetzelt. Ne? Das ist, das ist Krieg. Ne? Also das kann nur Krieg zwischen den Mafia-Familien und den Tongs geben. Und die beiden sind daran schuld. Und Don Vinci muss es jetzt ausbaden, also da kann eigentlich nur die Exekution dann drauf stehen, hier in der Mafia-Familie. Aber mal schauen, ob wir hier Mona Lisa was rausfinden dazu. Vielleicht geht's Joe ja auch gut, er muss nur irgendeinen Auftrag ausführen oder so. Alles wieder gut machen. Keine Ahnung, kann ich mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ups, geh mal weg. Tut mir leid, meine Schuld. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen.
Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Spitze. War eine gute Idee, herzukommen. Wirklich. Scheiße. Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Dass das auch noch funktioniert. Faust. War klar. Leck mich! Dreckiges Arschlöchchen! Komm her, Wichser! Meine ganzen Waffen! Nimm die Waffe, okay? Geh mal an dem vorbei hier. Meine ganzen Waffen sind weg, ich weiß es nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier uns eben den Weg rauskämpfen. So, verlass das Gebäude mit Joe. Ja, lief nicht so gut, muss ich sagen. Und Don Vinci weiß also eigentlich gar nicht, was los ist. Ich glaube, wenn er es wüsste, dann würde die Sache noch ein ganzes Stück schrecklicher aussehen hier für die beiden. Wo hat Joe eigentlich die Knarre her? Kann er mir das mal verraten? Leck mich! Weißt du dich jetzt an, du Mistkerl? Gut. Legen wir mal los hier. Solange wir noch Kugeln haben. Ich kann ja ruhig ein bisschen verschwenderisch mit der Muni umgehen, weil die, glaube ich, alle dieselbe Waffe haben. Jo. Der 38er Revolver. Wo ist denn der hier? Muss ja gleich um die Ecke stehen, oder? Ah, okay. Alles klar. Oh, nee, daneben geschossen, wirklich. Na gut, gibt's einen Schuss in den Hinterkopf, geht auch. So, das war's für die erste Welle. Ich glaube nicht, dass es das schon war. Da werden wohl gleich noch ein paar mehr kommen. So, die Frage ist nur, wo genau müssen wir jetzt eigentlich lang? Ich traue auch der Gegnerlosigkeit des Radars gerade nicht, muss ich sagen. Gibt's hier irgendwas für uns? Ich glaube nicht, ne? Gut, wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Gibt's hier eine Treppe, ist die Frage. Und wenn, dann muss sie ja eigentlich irgendwo hier drüben sein, oder? Sehe ich das falsch? Vielleicht müssen wir auch irgendwo auf dem Gerüst klettern? Nee, sieht eigentlich nicht danach aus. Ich meine, wir können jetzt zwar hoch, aber das war's auch schon. Na gut, schauen wir mal hier drüben nach. Ah, hier. Alles klar, hier ist die Treppe. Nach oben oder nach unten? Wir schauen mal kurz oben nach. Das hat ja schon ein paar Mal geklappt, der Weg nach oben, dass da irgendwie eine Flucht möglich war. Aber ich glaube, in diesem Fall wird es wohl mal nicht der Fall sein. Nee, komm, lass runtergehen. Ist sinnlos, hier oben rumzulatschen. Komm, Joe. Okay, jetzt geht's los. Wir gehen runter. Oho. Gut, erstmal die zwei. War ganz wichtig, dass wir erstmal den Weg hier uns freihalten oder freischießen. Ist halt völlig deckungsfrei gewesen, die Stelle, ne? Das ist ein bisschen blöd. Och, renn doch nicht rein, Joe. Lass mich da erstmal hier. Scheiß drauf.
Ich bin weg. Die Autos sind weg. Okay, das lass mich leben. Bitte. Das mit dem Abbau hat nicht so gut geklappt. Das Arschloch hat ihn umgebracht. Ja, ihr habt ein bisschen verdient. Eigentlich nicht. Eigentlich habt ihr ja gar nichts gemacht. Ihr macht auch bloß euren Job. Aber wir lassen niemanden leben. Nicht, dass er sich da noch anders überlegt und uns in den Rücken schießt.